Moin moin und herzlich willkommen. Da sind wir schon bei der zweiten Mission angekommen. Clash of Nordlingen auf Englisch. Und ich dachte, wir machen zur Abwechslung mal, lese ich es mal auf Englisch vor. Dann habt ihr was zu lachen und ihr könnt mal sehen, ob euch das gefällt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Your task is to gather an army that will be able to repel an attack of Protestant forces. Be brave, your enemy is strong. Swedes, despite losing their ruler and being heretics, are a force to be reckoned with. The task is tough, but you are not alone in this. Catholics from all over Europe are coming to help you. Together you will be able to deal with the enemy. We need to end this war. Ja, und um zu gewinnen, müssen wir die schwedische Armee besiegen. Das würde ich sagen, könnten wir doch direkt mal machen. Wie immer mein doppelter Town Center Boom. Der scheint mir irgendwie effektiver zu sein, wenn man so ein bisschen schneller spielen will, als der Dreier, den ich vorher gespielt hatte. Besorgen wir uns mal ein bisschen Holz. Beziehungsweise eine Schmiede, ganz wichtig. Hier haben wir schon unsere Goldmine, wunderbar. Das fluppt ja alles. Kathedrale könnten wir auch schon mal einen Auftrag geben. Ach ne, wir können eh nicht hochleveln, aber egal. Jetzt bauen wir schon mal. Ist jetzt auch nicht so teuer. Das war die falsche Taste. Das sieht schon besser aus. Einmal die Nahrungsmittel verbessern. Zwei Baracken brauchen wir und einen Stall. Die bauen fleißig weiter. Wir brauchen gleich mal ein paar Häuser. 200 Popcap ist ja fast gar nichts. Muss ich unbedingt dran denken. Ansonsten habe ich da unten noch eine Kohlemine, sehe ich. So, ach, wir haben mal wieder die guten Raunchiere, Schildträger dabei. Wobei ich da nie ganz verstanden habe, warum man die bauen sollte, ganz ehrlich gesagt. Weil ich bin eigentlich eher für Pike and Shot, wie man es früher auch hatte. Also Piken und Musketen. Das war halt früher die Standardtaktik so gesehen. Das hat halt auch seinen Grund, ne? Die stellen wir mal um, dass sie hier die Felder beackern. Ihr haut mir mal bitte einen Markt raus. Du stehst hier einfach nur rum, das geht ja auch nicht. Die können wir schon mal verbessern. Stall braucht ganz schön lange zu bauen, wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja, dann bauen wir noch ein Artilleriedepot und dann müsste das eigentlich laufen. So, das ist die Akademie. Das ist ja der Markt. Also, ich glaube, ich muss mich auch schon einweisen lassen. Ja, dann die Kroaten, die kennen wir ja schon, die sind immer gut. Schnelle Reiter, die nach vorne preschen. Brauchen wir auch hier die Upgrades, aber erstmal möchte ich ein paar mehr Minen haben, bevor ich das rausgebe. Ist noch kein Reiter fertig. Ich muss mich mal ein bisschen scouten. Ich brauche mal definitiv ein paar Minen. Zack, die sind fleißig am Bauen. Ja, ich würde das mal auf Stufe 3 bringen. Einfach, dass ich überhaupt schon mal ein bisschen Gold-Income habe. Und das jetzt natürlich absolut meine Reserven auffrisst. Das lässt sich nicht verhindern. Schade, ich kann auch die Karte hier nicht aufdecken, ne? Nein. Aber meine Kroaten, die könnten mal ein bisschen scouten. Die sind schön schnell, wie die Sitsch-Kosaken. Da haben wir auch schon direkt eine Mine. Eisen. Nicht unbedingt, was ich brauche, aber ich nehme es mal mit. Im Zweifel kann ich es verkaufen. Da haben wir Gold.
Das sehen wir doch immer wieder gerne, Gold. Hier gerade, ich habe noch gar nichts, was Stein abbaut, ne? Aber da habe ich eine Goldmine. Die werde ich mir natürlich sofort einverleiben. Ansonsten ein paar Upgrades. 5, 6. Ach, hier haben wir auch ein bisschen Stein, das ist ja wunderbar. Genau, das habe ich nämlich schon gesucht. Ach, hier war auch Stein. Na gut, jetzt ist egal. Die sind noch am Bauen, das kann ich dann auch direkt mal verbessern. Für ein bisschen mehr Gold. Nehmen wir noch Kohle. Also ich könnte es jetzt auch wieder auf der Map scouten, aber wir haben ja festgestellt, dass wirklich viele Dinge versteckt auf der Map sind, die wir dann übersehen würden. Deswegen scoute ich jetzt mal manuell, falls ihr euch da wundert, warum ich das so mache. Das hat halt schon seine Begründung. Mein General, wir nähern uns Nordling. Wir müssen uns um die Hügel. Achso, hier oben. Wir müssen auf die Hügel aufpassen. Da könnte ein Angriff von stattfinden. Ach, ich wollte es eigentlich auf Englisch vorlesen. Naja, gut. Was haben wir denn da unten Schönes? Eine kleine Eisenmine. Mal ein paar Upgrades raus. Wir haben nämlich schon eigentlich gute Anzahl an Truppen. Ach, ich brauche auch noch Kanonen, fällt mir ein. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Das sind 100.000 und das zweite kostet fast nicht, kaum mehr. Dann nehmen wir beides. Und die sind hier fleißig am Bauen. Hier scheint nichts zu sein. Das einfach nur sehen, weil hier Truppen. Na gut. Ich bin schon gewundert, dass ich das alles da sehen kann. Ja. Greetings, Pan General. We will help you to drive those Swedes out. We have some experience. I swear to my honor, I know what I'm talking about. You should maintain constant vigilance when dealing with the Swedes. They say demons help them in the battles, but against our sabers and swords, no magic will help them. Thank you, I'm glad to welcome you to our camp. Wunderbar. Ein dicker Batzen Verstärkung. Also wir müssen konstant Druck ausüben gegen die Schweden, wenn wir gegen sie gewinnen wollen. Und obwohl gesagt wird, dass sie von Dämonen unterstützt werden, werden sie keine Chance gegen unsere Schwerter und Kanonen haben. Und da kann ich ihm auch nur durchaus zustimmen. Das sehe ich nämlich ganz ähnlich. Da ist schon der erste Angriff passiert. Hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Werde ich mal meine Einheiten nach vorne bewegen. Ich könnte die sowieso mal weiter vorne sammeln lassen. Ansonsten, ja, haben wir noch eine nicht volle Mine. Das geht natürlich nicht. Die anderen können wir auch mal verbessern, wenn wir schon dabei sind. Fehlt es mal wieder massiv an Gold.
denen habe ich jetzt keine große Angst. Ist jetzt nicht das Optimale, mit damit gegen Kavallerie zu kämpfen, aber für die paar Truppen reicht's. Haben wir noch eine Mine gefunden, sehr schön. Ein paar Generäle ran. Hauen ein paar Upgrades raus. Sehen zu, dass die Kiste hier läuft, würde ich mal sagen. Und uns fehlt immer noch Gold. Vorne und hinten. Aber gut, wir geben mal gerade auch massiv Gold durch die Upgrades aus. Das darf man auch nicht vergessen. Hier kann ich die Minen noch einmal auffüllen. Irgendwo, was ich noch eigentlich auffüllen konnte. Hier unten, genau. Könnte ich das auch mal verkaufen? Weil so viel über habe ich gar nicht mal. Scoutet mal bitte zum Rand hin. Oh, wunderbar. Doppelte Minen. Das ist doch genau das, was ich haben möchte. Werden wir uns natürlich sofort an den Nagel reißen. Und dann sehe ich gerade, müssen wir auch definitiv ein paar Häuser bauen. Hat sich das mit der Einheitenproduktion nämlich gleich schon wieder erledigt. Immer wenn man bauen ist. Signor General, I greet you. Ach, das ist mir zu viel Text. Ja, unterstützt uns. Wunderbar. Damit haben wir auch mehr als genug Truppen, würde ich sagen, dass wir mal nach vorne marschieren können. Das ist ja ein gigantischer Batzen, den ich hier dazu bekommen habe. 72, ja, zweimal 72 jeweils Kavallerie und, nicht Kavallerie, Musketen und Pikeniere. Das ist schon eine Hausnummer. Ich weiß zwar nicht, ob sie von meinen Upgrades profitieren, aber selbst wenn nicht. Ich glaube, die sind sogar schon voll verbessert. Das sind ja wahnsinnig gute Werte. Dann sehen wir mal zu, dass wir die anderen auch bereit haben. Die muss ich nämlich hier auch noch erstmal verbinden. Ja, da sieht man mal im Vergleich, was habe ich hier ausgehoben? 2x72 gerade mal und hier kriege ich schon direkt 4 Stacks umsonst dazu geliefert. Das ist halt wirklich eine große Armee, die ich hier bekommen habe. Gefällt mir. Kann man, nehme ich so mit. Kanonen nehmen wir natürlich auch mit. Hier war doch auch noch eine, ne? Genau, 3. Die Kanonen hat sich bei mir noch ganz schön in Grenzen, aber gut. Da habe ich auch relativ spät mit dem Bau begonnen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir gehen in die Offensive, würde ich sagen. Und schießen immer gerade in der Klump und Asche. Ja, das sind sie schon. Ach, das sind nur Musketen. Ja, dann drauf da. Was renne ich davon weg? Die haben doch keine Chance. Kaum bin ich in Nahkampfrange, können sie mich nicht mehr angreifen. Die Pikeniere so ein bisschen das Problem, aber nicht in der geringen Anzahl. Dann werden die restlichen Truppen vermutlich auch hier oben sein. Da kommen schwedische Reiter. Oh, das sind, glaube ich, starke Kavalleristen. Da gehe ich doch lieber mit meinen eigenen Fußsoldaten gegen. Schön Pike and Shot.
Jawohl, so sehe ich das gerne. Mein General, unsere Scouts, unsere Späher haben die schwedische Armee entdeckt. Sieht so aus, als würden sie sich Richtung Nordling bewegen. Ihre gesamte Armee. Wir können zurückziehen, aber dabei würden wir eine Route zum Herzen unseres Kaiserreichs aufgeben. Das werden wir natürlich nicht tun. Und wir werden ihre Armee einfach vernichten. Schlagend, würde ich sagen. Keine Kanonen. Ach, ich habe keine. Stimmt, ich wurde unterbrochen beim Häuserbau. Ich erinnere mich. Da habe ich ja noch diesen ganzen Stack Units bekommen. Dann konnte ich natürlich auch nichts bauen. Upsala. Da haben sich jetzt meine Legionäre verselbstständigt. Hier müssen wir bitte kurz die Flanke retten. Hier marschiert mal bitte gegen die Pikeniere. Das haben wir gerade noch so gedreht. Da sind sie schon ganz schön von der Seite in meine Musketen reingelaufen. Oder konnte ich meine Musketen gerade noch ein bisschen, meine Lanzenträger gerade noch ein bisschen umsteuern. Kanonen hätten wir auch ausgeschaltet. Ich würde sagen, damit haben wir sie besiegt. Hussa, das Kaiserreich wurde gerettet. Die Schweden wurden besiegt. Ja, was sage ich doch. Wir sind siegreich aus der Schlacht hervorgegangen um Nordling und Ehre dem Heiligen Römischen Empire. Ja, dankeschön. Und das war wieder eine kleine Mission. Ach, was ist denn hier versteckt? Ach, hier war ein richtig großes Lager. Die hätte ich wahrscheinlich alle bekommen können. Da bin ich ja perfekt drumherum geritten. Ach, ich bin doch hier hochgeritten. Da muss ich ja wirklich ganz knapp dran vorbei. Naja, gut. So ist das, wenn man die Mission ein bisschen schneller machen möchte. Was hat sie hier oben rechts noch versteckt? Oh, hier ist eine schöne Kathedrale. Da habe ich auch noch mal ganz gerne hingerissen. Aber gut. Ich wollte es mal ein bisschen schneller machen, weil das sind alles nur einzelne kleine Missionchen und die sind eh nicht zusammenhängend. Ansonsten, wenn ihr die ganzen kleinen Goodies sehen wollt, dann am besten das Spiel selber einmal spielen und die Map erkunden. Es ist immer ganz spaßig, was man so findet. Aber soweit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.